Ich hoffe, er spoilert jetzt nicht was. Hier könnte es aber wirklich spoilern. Und im nächsten Raum. Ja, gut, okay. Komm. Machen wir es mal so. Ich werde einfach mal hier kurz einen Speichern machen. Für den Fall, dass ich später nicht mehr hinkriege, das anzuklicken, werde ich dann einfach hier nochmal das laden und. Du wirst schon noch dazu kommen. Ja, ich weiß gerade nicht wegen Gesprächsoptionen, bla. Ich will jetzt nichts mehr wegnehmen. So, aber hier können wir nochmal hören. Wobei ich Angst habe, dass er das. Hey, du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast da etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Ja, ich denke mal, in dem Raum kann ich vielleicht auch noch Poki aktivieren. Was man nicht alles tun muss, um ein Spiel zu designen. In diesem Falle zum Beispiel Rohre verlegen. Dieses Rohrlabyrinth da oben, das wird im späteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen. Ich hab's gemeint, dass du sagst. Haben wir mehrfach umdesignen müssen, weil, aber da erzähle ich gleich wahrscheinlich mehr oder später wahrscheinlich mehr. Dazu gibt es ein kleines Minigame. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Aber wir haben ja vor allen Dingen durch das gesamte Level auch noch Rohre verlegt. Und zwar haben wir, das ist eines der fiesesten Rätsel, sollte es ursprünglich mal sein, zumindest in Kapitel 4, weil es halt ein Rätselkomplex ist, wo man unterschiedliche Sachen miteinander kombinieren und in Beziehung setzen muss. Und unter anderem eben auch verschiedenfarbige Rohre, die wir durchs gesamte Level verlegt haben. Meine Güte, haben wir uns da einen abgebrochen, bis wir da schließlich eine zufriedenstellende Mechanik gefunden haben. Und ja, das war wieder eine großartige Zusammenarbeit mit Bade, der als Head of Game Design die ganze Zeit über gedacht hat, das ist doch zu kompliziert, Proki. Das schnallt niemand. Und im Endeffekt haben wir es glatt geschliffen bekommen mit verschiedenfarbigen Rohren. Hier unten rechts ist es allerdings so Messingfarben und deswegen gar nicht so verschiedenfarbig in Bezug zu den anderen Rohren, die ja auch alle Messingfarben sind. Ich hätte das vielleicht an irgendeinem anderen Screen erzählen sollen. Was hätte ich denn zu diesem Screen erzählt sonst? Vielleicht, dass es den auch als sehr altes Skribbel von Micha gibt. Als er, bevor er den eigentlichen Deponia-Stil gefunden hat, war eins der ersten Gebäude auf dem schwimmenden Schwarzmarkt, das er mal geskribbelt hatte, tatsächlich Docks Hausboot. Und aus dieser Richtung sieht man noch nicht mal, dass es so richtig, dass es ein Hausboot ist. Das sieht man schon im Hinterhof ein bisschen besser. Aber von der Form her sah es schon so ungefähr aus. Nee, nicht wirklich. Kann ich gar nicht dazu sagen. Oh, Puppi, du kannst viel sagen. Okay. Gut, dann, gehen wir mal wieder zur Karte und nochmal zum Doc. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au! Autsch! Au! Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten.
Harte Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Möglicherweise. Und wer Donner ist, der Party vielleicht im nächsten Part oder der Party noch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Donner wird eine ganze Weile dauern, glaube ich. Okay, gut. Spooky. Wir haben ja nicht mehr viele überbreite Screens in Deponia gelassen. Die meisten Sachen erzählen sich halt alle auf Screens, die halt genau die Bildschirmbreite haben. Hier haben wir zur Abwechslung mal einen Screen, der auch scrollt, wenn Rufus von links nach rechts geht und wo wir halt noch ein bisschen von unserem prima Parallax-Scrolling einsetzen, wenn auch nur sehr wenig und reduziert im Vordergrund, um ein bisschen Bildtiefe künstlich zu generieren, was eigentlich schade ist. Andererseits ist es spielerisch natürlich schon günstiger im Prinzip, wenn man alle Objekte, die auf dem Screen sind, halt mit einem Klick auch erreichen kann. Aber ich denke mal, hier für diese etablierende, dieser wunderschönen Location des schwimmenden Schwarzmarktes, ist es vollkommen angebracht und adäquat, einmal dieses Prinzip, dieses Neugefundene wieder aufzubrechen und zu sagen, nein, hier wird gescrollt, da möchten wir uns alles im schönen großen Panorama einmal angucken und entsprechend halten wir es auch aus, wenn wir am Anfang eben noch nicht per Doppelklick ganz links auf die Tür vom Gadget Shop klicken können. Das halten wir aus. Haltet es aus. Genießt die Ruhe. Enjoy the moment. Pookie. Ja. Oh Mann. Ja, also, an sowas denke ich dann auch gerade bei Deponia Doomsday. Ja. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig. Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Ach Gott, es gibt einen Lotti gratis. Hör mal, es geht hier um das Bewusstsein meiner großen Liebe. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht.
Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein, ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau, wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Jo, Lolli oder Liebe? Rufus, der Lolli hätte echt nicht sein müssen. Ein bisschen schneller, wir kennen die Screens ja schon. So, okay, dann würde ich ganz gerne nochmal in die Gadget Shop. Cowboy Dodo. Den hat man schon im ersten Teil mal was von gehört. Ich habe nämlich noch dieses Puzzleteil gesehen. So. Ich habe keine Puzzleteile gesehen, keins von denen, die du eingesammelt hast. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal um. Guck ich erstmal den Gadget-Shop genauer an. Ne, wir gucken uns erstmal um. Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem. Der sieht Poki ziemlich ähnlich da unten, ne, auf der Kontel. Ich weiß. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Uhu. Prego. Was sind das für Noten? Ähnlich. Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Okay. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss es machen, um zu verscheuchen, die, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Caprio molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ja, Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la.
Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Oh, das ist das Beste. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. Na, was ist denn das für ein hässlicher Vogel, der da vorne in seiner Gondel rumgondelt? Wenn das nicht der Nein, es ist nur der Gondoliero. Allerdings von mir gesprochen, ja, das ist nämlich meine Rolle, wo ich halt mich ganz Hitchcock-mäßig halt in mein eigenes Spiel hineingeschrieben habe, hineingedrängelt habe, als alte Rampensau. Tatsächlich war das Konzept zu Deponia ja das erste, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte halt auch gerne gesanglich da drin auftreten. Immerhin ist es ein Spiel über einen kompletten Egomanen. Da ist es auch nur recht und billig, wenn da ich als ausgemachter Egomane halt irgendwie gesanglicher Auftritt habe. Und hier habe ich eben nicht nur diese Auftritte eben dann als der Hobo, wie er halt im Englischen so schön heißt. Also zumindest wird er von einem Magazin immer so genannt. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwann mal tituliert haben in der englischen Übersetzung. Ich glaube, sie sind alle von sich aus auf die Idee gekommen, den Hobo zu nennen. Den erzählenden Barden, der halt irgendwie Rahmengeschichte erzählt. Nein, hier tauche ich sogar noch ein zweites Mal auf. Sehe dem Barden halt sehr ähnlich, dem Hobo. Als Gondoliere, bloß eben die italienische Variante und spreche entsprechend auch mit einem völkerverständigungsmäßig delikaten Fake-Akzent. Und musste halt auch diese vier Songs, die es ja sind, also es ist eigentlich nur immer derselbe Song mit vier unterschiedlichen Texten, die musste ich halt auch mit diesem bescheuerten italienischen Fake-Akzent singen. Hat aber großen Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr später mal halt irgendwie eure eigene Computerspielfirma aufmacht, dann dürft ihr das auch. So lange darf nur ich das. Ja, toll. Wenn ihr mal eure eigene Computerspielfirma aufmacht, dürft ihr das auch. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Okay, gehen wir mal in die Spelunke. Was mich wieder da rein hat, wo ich jetzt sagte, von wegen, lass das Ding sein. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Und singt dann Ätna bricht aus. Aus das war ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Ja. Warum sitzt du hier so allein? Oh, ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert. Und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Ja. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Jetzt habe ich noch irgendwo irgendein Puzzleteil sehe in dem Raum. Ist das hier eins? Ja. Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Warte. Er verprügelt hat? Ja. Die Rechte Hand von Not. Entschuldigung. Was willst du denn?
Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Also praktisch nur kriminell. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja. Kinderkram, du bist... Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja? Das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Zu viel dazu. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasieren zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich und dumm. Haha, gefährlich ist mein 2. Vorname. Und dumm mein, Versuch nicht, mich aufzuhalten. Wie er sich immer selbst ausspielt. Ach ja. Ja, bestimmt awesome genommen, dass er Gefahr sein 2. Vorname ist. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ah ja. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer.